Zurück. So, da haben wir unser PDA und wir fahren zum Hafenlager. Ja, und da sind auch schon alle fleißig bei der Arbeit. Gut, hier kommen wir jetzt wieder nicht rein, deswegen ziehen wir unsere Marke. Gut, kommen Sie rein. Merci. Na, herzlichen Glückwunsch, mein Lieber. Ich weiß zwar nicht, was du getan hast, aber du hast dir gerade die Beteiligung der Bundesregierung gesichert, du Glücklicher. Tja, da liegt der Gute oder halb so Gute. Oh, was haben wir hier? Oh, Morley. Na, die Marke kennen wir. Haben wir nix. Was haben Sie? Tja, Agent Wilmore, abgesehen von unerwarteten Entwicklungen, sieht es so aus, als hätte jemand diesem Mann in den Hinterkopf geschossen. Kennen wir uns? Ja, wir haben an diesem Kidnapping-Fall letztes Jahr gearbeitet. Entschuldigung. Kein Problem, es war ein ziemlich großes Team. Wann ist der Tod eingetreten? So ungefähr vor 6 Stunden, ohne der Autopsie vorgreifen zu wollen. Das würde bedeuten, er ist am Morgen des heutigen Tages gestorben. Tja, also nach unserem Besuch. Welches Kaliber hatte die Waffe? Sieht mir wie eine 45er aus, möglicherweise auch eine 357er. Hat ihn im Warzenfortsatz getroffen. Das ist die weiche, schwammartige Knochenmasse hinter dem Ohr. Sie zersplittert leichter, daher ist der angerichtete Schaden umso beträchtlicher. Sehr viele Knochenfragmente werden hinaufgetrieben ins Gehirn. Dort traf Oswald auch John F. Kennedy. Das klingt, als würden Sie an die Theorie vom einsamen Schützen glauben. Nein, Außerirdische töteten John F. Kennedy. Okay. Irgendwelche Anzeichen eines Kampfes? Nein, entweder wurde er völlig überrascht oder er kannte den Killer. Ich nehme an, es gab auch keine Zeugen. Ich fürchte nein, aber das sollten Sie lieber mit Detective Esther Durian klären. Gerichtsmediziner haben ganz selten die Möglichkeit, Zeugen zu befragen, wissen Sie? Und da ist ja der Polizeifotograf wahrscheinlich. Eine Ahnung, was passiert ist? Nein. Boah, nein. Was könnte das Motiv sein? Raub, würde ich vermuten. Fragen Sie Esther Durian, es ist Ihr Fall. Kann ich Kopien davon kriegen? Klar. Nennen Sie mir Ihren Namen. Craig Wilmore, FBI. Kein Problem. Wird nur ein paar Tage dauern. Boah. Also manchmal habe ich das Gefühl, die wollen hier einen Rekord aufstellen im schnellen Reden. So. Was kann ich für Sie tun? Scheint die Esther Durian zu sein. Special Agent Craig Wilmore, FBI. FBI? Warum sind Sie an diesem Fall interessiert? Ich bin auf der Suche nach zwei verschwundenen Agenten. Und wo besteht da der Zusammenhang? Meine Ermittlungen führten mich zu diesem Lagerhaus. Da drin fand ich Hinweise auf ein Verbrechen. Auch Blutspuren eines unserer vermissten Agenten. Ich habe Wong gesehen und ihm ein paar Fragen über das Lagerhaus gestellt. Er log mich an. Jetzt ist er tot. Ich bin zwar nicht sicher, wo da ein Zusammenhang besteht, doch es muss einen geben. Das glaube ich auch. Sehr interessant. Dieser Fall fängt langsam an, mir Spaß zu machen. Danke. Gern geschehen. Na, schön, dass sie Spaß an der Arbeit hat. Also? Was haben Sie? Der Hafenmeister hat ihn gefunden. Ihm wurde einmal in den Hinterkopf geschossen. Großes Kaliber, so wie es aussieht. Keine Zeugen, keine Anzeichen eines Kampfes. Das ist alles? Ja, bisher schon. Also, wo ist der Hafenmeister? Unterwegs, Kaffee holen. Ist er schon verhört worden? Nein. Das ist auf meiner Liste das nächste nach der Durchsuchung des Bootes. Was könnte das Motiv sein? Raub höchstwahrscheinlich. Und was wurde gestohlen? Soweit sind wir noch nicht ganz. Ich wollte gerade erst auf das Boot gehen. Raub erscheint mir unwahrscheinlich. Ich glaube nicht, dass der alte Herr viel besaß. Vielleicht haben Sie ja recht. Aber Menschen werden aus geringerem Anlass umgebracht. Er hatte vermutlich sein ganzes Bargeld in einer Zigarrenkiste. Oder er wurde umgebracht, weil er für das FBI gesungen hat. Ich finde das nicht sehr witzig. Naja, Wong hat nicht unbedingt in den besten Kreisen verkehrt, wissen Sie? Das stimmt, wie wir rausgefunden haben. Diese Farbe steht Ihnen ausgezeichnet. Oh. Gibt es öfter mal Ärger in der Gegend? Nein. Hier ist normalerweise tote Hose. Zu dumm auch. Ja, schön wäre es, wenn man das unter Bandenaktivitäten abhaken könnte. So, jetzt ist es wohl an der Zeit, die Agrippa zu besichtigen. Wollen Sie mitkommen? Ja, ihr Lieben, was ich sagen möchte, ich werde hier nicht allzu viel kommentieren, weil es ist im Prinzip wie ein Film, dieses Spiel. Und da jetzt viel reinzulabern, denke ich, macht nicht viel Sinn. Weil die Handlung ist viel zu spannend und die ganzen Leute machen das, glaube ich, auch ziemlich gut. Dementsprechend von mir etwas Können weniger. Sie mir sagen, wo der seinen Fisch gelagert hat? Was? Seinen Fang. Wo hat er seinen Fang aufbewahrt? Er kann hier nichts einfrieren und er hat auch keine Eismaschine an Bord. Also wo ist der Fisch hin? Und so wie es aussieht, sind die Treibstofftanks da unten riesengroß. Wollen wir uns mal angucken? Naja, das ist ein Kanister. Das ist nicht wirklich ein Anhaltspunkt.
Da können wir reingehen. Was können wir uns denn hier angucken? Oh. Lecker, lecker, lecker Schokolade. Was haben wir hier? Sieht aus wie Geld. Da können wir uns was angucken. Ew. Was haben wir da? Oh. Kleine, kleine Bonbons. Sieht aus wie Drogen. Oder irgendwelche Medikamenten oder so. Ja, komm, ist ja gut. So, was... Oh. Naja, ein hygienischer war er wohl nicht. So, was... Oh, da haben wir auch noch was. Was steht da? Takana? Takana? Okay. Da können wir also nichts mitmachen. Da liegen auch noch so Dinger rum. Viele, viele bunte Smarties. Was ist denn mit der Musik los? Tja, hier gibt es wohl nichts mehr. Was ist denn das? Ein toter Frosch. Pfui, Teufel, bloß raus hier. Ah, das dachte ich mir. Regenjacke. Was bedeutet Tarakan? Was? Tarakan, was ist das? Keine Ahnung, warum? Ich habe in der Kajüte eine Öljacke mit der Aufschrift Tarakan gefunden. Ich nehme an, es ist der Name des Bootes. Nein, 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 dieses Boot hier heißt Agrippa. Sieh mal an. Dann ist das ja ein weiteres Rätsel auf Ihrer Liste. Tarakan. Okay. Wongs Drogen. Wussten Sie, dass Wong gestohlene Schmerzmittel zu sich nahm? Wovon reden Sie da zum Teufel? Ich habe einen großen Vorrat an Pillen in seiner Kajüte gefunden. Keine Apothekenaufkleber, offensichtlich gestohlene Ware in Klinikgroßpackungen. Na, wie interessant. Das macht die ganze Sache doch irgendwie zwielichtig, oder finden Sie nicht? Also glauben Sie tatsächlich noch, dass das Motiv für den Mord Raub war? Lassen Sie uns doch einfach abwarten, was bei der Autopsie herauskommt. Allerdings. Also, wie lautet Ihre Theorie zum Laderaum? Ich nehme an, dass der gute Wong nicht der war, der er zu sein vorgab und dass dieses Boot zu etwas anderem benutzt wurde als zum Fischen, was wohl ein neues Licht auf diesen Mord werfen würde. Allerdings. Wussten Sie, dass die Fischbestände hier in letzter Zeit immer mehr zurückgehen? Nein. Woher haben Sie das schon wieder? Wong hat es mir gestern erzählt. Na, jedenfalls ist das eine zuverlässige Quelle. Allerdings kann man so noch mit ihr... Ich bin fertig. Ich nehme jetzt Wong mit auf seine letzte Fahrt. Sagen Sie, Treat, sie möchte mich anrufen, wenn sie fertig ist. Okay. Es war ein friedlicher Vormittag. Es durfte nicht sehr lange dauern. Danke. Bitte. Ja, und nun? Eieiei. Soll uns das jetzt irgendwas sagen, dass er die Hand daraus streckt? Ah, der Hafenmeister ist wieder zurück. Aha, und, der kommt zu uns, okay. Mit dem Kaffee. Hallo, wenn ich gewusst hätte, dass Sie zu zweit sind, hätte ich noch einen Kaffee mitgebracht. Das macht nichts. Agent Wilmore versucht, weniger Kaffee zu trinken. Ich hätte Ihnen aber auch einen koffeinfreien mitbringen können. Ah ja, was ist denn für eine Zicke, er? Ja, wo gucken die mich denn jetzt hier so an? Wie lange kennen Sie Wong schon? Schon seit ein paar Jahren. Er hat ja seit 94 seinen Liegeplatz. Ja, seit Anfang 94. Ist Ihnen irgendetwas Ungewöhnliches gestern Abend hier aufgefallen? Nein, keineswegs. Es war sehr friedlich. Sehr merkwürdig. Hat Mr. Wong irgendwelche Feinde gehabt? Das glaube ich nicht. Also ich würde zwar sagen nein, aber heutzutage ist ja so gut wie nichts unmöglich. Ja, das stimmt. Wissen Sie, ob Mr. Wong irgendwelche finanziellen Schwierigkeiten hatte? Nein, das wäre mir neu. Seine Liegeplätze zahlt er immer ganz pünktlich. Natürlich ist es für alle hier schwer gewesen in letzter Zeit. Ich nehme an, er merkte das auch. Allerdings. Fragen wir ihn mal danach. Was ist die Tarakan? Ein Schlepper der hochseetüchtigen Sorte. Er brannte vor circa 2 Monaten aus. Wirklich? Und warum hatte Wong dann Ölzeug von der Tarakan in seiner Kabine? Das weiß ich nicht. Ich glaube nicht, dass er diese Leute kannte. Das waren nämlich Russen. Vielleicht hat er es auch nach dem Feuer bei dem Wrackteil gefunden. Ich erinnere mich dunkel, dass die ganze Mannschaft gestorben ist, nicht wahr? Ja, ja. Das Schiff liegt noch drüben im Schwimmdock, falls Sie es sehen wollen. Wo lagern diese Boote normalerweise ihren Fang?
Normalerweise haben Sie im Laderaum einen sogenannten Frischwassertank. Der sorgt dafür, dass über dem Fang Wasser zirkuliert. Ein paar von den größeren Schiffen haben sicher auch einen Laderaum, der gekühlt ist. Wissen Sie, warum Wongs Boot weder noch hat? Nein, nein, er hat vielleicht nicht das Geld gehabt, um sowas einbauen lassen zu können. Das müsste man sowieso im Trockendock machen. Eigentlich ist das ziemlich seltsam. Ich weiß wirklich nicht, warum. Naja, okay. Wem gehört dieses Lagerhaus? Es ist an eine Firma vermietet, die Majestic Shipping heißt. Das sind irgendwelche Asiaten. Können Sie mir die Telefonnummer geben? Tja, das kommt darauf an, welche Nummer Sie wollen. Die haben Büros in Hongkong und Tschetschenien. Also welche Nummer? Die Hauptnummer. Nein, nein, diese Leute arbeiten nicht ganz so. Aber das ist schon okay. Sie kriegen alle Informationen, die ich habe. Schicken Sie einen Fax an mich. Ja, ihr Lieben, 10 Minuten sind hier weit überschritten. Wir sehen uns im nächsten Teil wieder. Bis dahin, NRW 18. Adieu.